Herzlich willkommen zu Jokers Disco-Küche. Heute mit einem wunderbaren Typen hier an meiner Seite. Hey, ein dufter Typ, habe ich mir auch geschrieben. Kennengelernt habe ich, dich im Sapho damals. Ja. Und dann haben wir, glaube ich, auch schon immer so über Musik gequatscht. Und was mir noch in Erinnerung geblieben ist, dass du einmal für diese Party, die ich mit Fabian Utermöder hatte, The Incredible Sound of Batman and Robin, du auf einmal den DJ-Booth da quasi beklebt hast oder so. War richtig schön, ey. Ja, genau. Und dann weiß ich noch, dass du auch noch in den Sapho-Zeiten damals da auch schon aufgelegt hast. Ja. Ne, und wir uns dann irgendwie da auch drüber unterhalten haben und so. Und ich freue mich total, dass du da bist. Richtig hier zu sein, auf jeden Fall. Ja, wir hatten es ja schon mal einmal probiert, da ging es ja gesundheitlich dann leider nicht. Und ich bin sehr gespannt, wo die musikalische Reise hingeht, weil ich habe weder mal gehört, wie du auflegst. Das liegt natürlich meistens daran, ich lege dann selber auf, bla bla bla, wie auch immer, piepapu, ne? Und deswegen bin ich sehr gespannt und du hast mir eben schon zwei Tracks vorgespielt, wo ich gedacht habe, wer weiß, wo die Reise hingeht. Ja, genau. Ladies and Gentlemen, the one and only Domme. Hi. Also, genau. Neben deiner Musik machst du ja auch viel Grafik und bist auch quasi eine Mischung aus Illustrator und Sprayer auch. Also du machst auch Graffiti-Sachen. Ja. Ne? Jetzt geht es ja hier in der Sendung hauptsächlich dann um die Musik. Ne? Mhm. Und deswegen frage ich ja immer jetzt ganz gerne als erstes so immer so, was ist Musik für dich? Musik verändert irgendwie alles, so finde ich, für mich selber. Man kann damit Stimmungen ändern, man kann Situationen damit ändern. Musik war schon immer richtig wichtig für mich auf jeden Fall. Und es gibt auch keinen Moment, wo ich irgendwie gerne ohne Musik bin. So. Also wirklich, das ist 24/7 am liebsten. Also immer. Ich finde es auch immer so geil, dass du entweder Musik für dich selber ja so nutzen kannst, dass du in eine Situation verstärkst. Ja. Oder dich vielleicht auch da rausholst. Ne? Ja, vor allen Dingen wirklich rausholen auch. Also man kann sich damit halt echt, die verändert einfach alles. Ne? Ja, voll gut. Naja. Bist du denn musikalisch groß geworden? Also dein Papa war Konzertpianist und deine Mama hat Flügelhorn in dem Orchester gespielt? Also die beiden haben auf jeden Fall eine Riesenrolle gespielt, weil sehr junge Eltern halt, also die haben mich mit 20 dann bekommen und immer Musik auch gehört. Gerade mein Papa auch, der hat sehr viel Musik gehört und die haben damals halt, also war halt, als ich geboren wurde, war so Trance so ein Ding in den 90ern vor allen Dingen. Und die haben halt wirklich viel Trance gehört und ich bin mit Blank & Jones baden gegangen. So. Also mit geil. Also, ne, dann halt viel, immer schon viel elektronische Musik dann mitbekommen. So, Papa war dann auch ab und zu, also so im Hip-Hop-Bereich drin, aber jetzt nicht unbedingt tief. Aber ich habe immer Musik gehört und damals, ich kann mich erinnern, ich bin morgens aufgewacht als Kind, bin ins Wohnzimmer gegangen, habe MTV angemacht direkt. Das war immer das Erste, was ich gemacht habe. So. Und Mama hat das auch immer gerne gemacht, die hat das Radio kurz angemacht, hat sie ausgemacht und mich gefragt, was für ein Lied war. Und das war auch schon immer so ein Ding, was ich halt echt... Wie, war wie so ein Musikquiz? Ja, so. Genau. So. Die wusste halt einfach, weil ich so viel MTV geguckt habe einfach, dass ich die Namen kannte von den Liedern halt so, weißt du? Ah, ja, okay. Und ja, dann... Krass. Deswegen. Aber diese Vorstellung ist, ich meine, jetzt ohne Quatsch, ich könnte ja dein Papa sein, ne? Ja. Vom Alter. Ja. Die sind, also Mama ist letztes Jahr 50 geworden, Papa ist auch vor 2 Jahren 50 geworden. So, deswegen, das ist, hier sitzen gerade so 2 Generationen. Ach du Scheiße. Ja. Ich werde 30 dieses Jahr. Ach du Scheiße. Ja. Wie geil ist das denn, ja, ey? Dann war dein Vater auch mal auf Raves? Also war der so ja, irgendwie... Bestimmt war der feiern, der ist auch, also... Also irgendwie aber hier so, keine Ahnung... ich weiß nicht, Mayday oder so habe ich mitbekommen, so, dass er da irgendwie noch war und so auch in Paderborn und ab und zu mal noch... Also jetzt, die haben nicht nur das, aber ich weiß, dass viel elektronische Musik damals gehört wurde, von beiden Seiten aus auch und... Aber auch andere Sachen, also Mama hat auch viel Phil Collins gehört oder halt, ne, dahingehend, so, ja. Krass. Und ich bin mit 1Live Clubbing, als es das damals noch gab, so, da wurden ja auch immer DJ-Sets gespielt, baden gegangen.
Ich habe während des Badens dann immer 1 Live Clubbing gehört. Und von mir aus auch, weil ich das wollte. Ne? Also das war schon immer auch faszinierend, das halt Geil. auch zu erleben. Ne? Geil. Und ja, dann gut, die erste Single oder wann hast du das erste Mal Geld für irgendwas ausgegeben, also Musik für ausgegeben? Was war das? Das war tatsächlich, ich habe von meinem Papa dann eine kleine Maxi halt bekommen, so von Ja. Deichkind Limit, das war die erste. Hammer. Die zweite war Hammer von Dex Song. Rider People. Ich weiß nicht, ob du den Song Nee. kennst. Okay. Ja, der ist auch ein bisschen außerhalb. Ja, Ja, und aber dann, Limit. ja, Alter, Limit. wenn ich mir vorstelle, wenn ich von meinem Vater. Ja, das ist schon, aber ich habe da, boah, das, Sind also wir das ist halt schon am mega, ne? Limit? Ja. Und das war auch ein Riesenerlebnis, das mal noch live zu hören. So. Also, Warst ich du war auf einem mal Konzert gleich im und bei Konzert? Limit war wirklich Limit, also. Krass. Ja, das ist dann ganz, ganz anders emotional Ja, aufgeladen, ne? voll, vor allem, ja, wenn das noch so die erste CD ist, dann ist das so wie nochmal anders, ne? Ah, krass. Aber das hast du geschenkt bekommen. Was war denn Genau, dann, genau. was war dann dein erstes, wo du selber Geld in die Hand genommen hast? Wo ich, glaube ich, richtig selber Geld in die Hand genommen habe, war irgendwann mal, als ich Geld verdient habe, dann mit 16 tatsächlich erst Ja. irgendwann, wo ich mir dann halt so meine CD gekauft habe, war die von NWA, die 20 Jahre Aha. nach, also Ja. diese Neuauflage davon, so, das habe ich mir gegönnt und dann fing das an und jetzt, weiß nicht, das hat jeglichen Rahmen verloren, den man nachvollziehen kann, was ich dafür ausgegeben habe mittlerweile. So. Weil Geld gebe ich auch, also jetzt gerne dafür aus und Ja. ja, manchmal ist es halt auch so, wenn man jetzt, wie gesagt, eben den Track, den wir hatten, Ja. musst du halt schon ein bisschen mehr auch Ja. investieren, ne? Also deswegen immer Ja. gerne schon dafür auch dann Geld ausgegeben. Ja. Domme, du hast mir ja eben gesagt, dass du irgendwie knapp 1200 CDs hast oder sowas, Ja. ne? Wenn du die jetzt so einteilen würdest, was ist so am, also welches Genre wäre da so am häufigsten? Tatsächlich ist es, glaube ich, relativ gleich, was Hip-Hop und was Rock angeht. Mhm. Also Rock in jeglichen Facetten. Ein kleiner Teil davon ist Drum Bass. Und dann sind da halt aber auch Chart-Sachen bei. Also ich scheue mich auch nicht davor, dass ich von Justin Bieber ein Album da drin stehen habe, einfach weil ich das krass produziert fand. So, ne? Also das ist, greift alles ein. Taylor Swift-Album steht da drin, ist halt auch irgendwie, was man sich denkt. Popmusik ist halt auch so ein bisschen nur noch dabei, aber hauptsächlich, ich glaube, das meiste ist tatsächlich aber Hip-Hop dann. Krass. Ja. Hier, also ich sehe erstmal schön, dass ihr alle da seid. Hier sind ganz viele Fans von Dommer auf jeden Fall. Benny, Pock, Sonja, Tanja, Anna Paula ist da, Daumer ist am Start und natürlich Schön, dass ihr alle da Schola. seid, Schola! ey. Voll geil. Und Mr. Palimpalims und Franco und so. Also es ist echt krass. Also das Schöne ist für mich ja immer bei dieser Sendung, bei manchen Leuten, die in ihrem Bereich schon sehr lange und sehr aktiv sind, also letzte Woche war ja Benny hier, da kannst du im Netz nachschauen, da gibt es sogar zwei, drei Interviews, da kannst du dich nochmal reinlesen, was war denn dann nochmal und so, ne? Aber ich finde das auch genauso spannend, von dir gibt es halt Wenn so man nichts. gar keinen hat, ne? Also So, ich das ist weiß, wir haben uns ja kennengelernt, ich finde dich total nett. Wir, also ne, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass musikalisch auch einige Sachen da sind, voll. wo ich das voll fühle, was du fühlst und Ja. du vielleicht dann bei mir ja auch. Und deswegen umso spannender fand ich das, dich jetzt hier einzuladen, weil letztendlich habe ich mir zwar so ein paar Fragen aufgeschrieben, aber so richtig weiß ich nie noch nicht, wo es so hingeht. Nee. Also Es ist halt echt ein deswegen. Mysterium, ne? Also ich finde das auch immer, weiß nicht, man kann sogar so ein bisschen das gut finden, wenn man, glaube ich, nicht so viel über ihn googeln kann, weil heutzutage jeder gibt alles in Internetpreise. Ich meine, ich hätte da kein Problem mit so, aber ich kann mich halt auch googeln und finde auch nichts. Also das ist halt auch in gewisser Weise schön, ne? Man bleibt dann so ein Mysterium so und ich glaube, das ist echt selten im Moment. Das stimmt wohl. Das stimmt. Ich meine, wir kommen ja auf das Thema DJ jetzt auch gleich. Also wie, du hast eben mir im Vorgespräch auch erzählt, du hast am Anfang, glaube ich, viel Drum and Bass sowohl gehört als auch dann auch Platten gekauft. Also du hast Genau. auch auf jeden Fall einen Fundus an Ja, Platten und hast genau. auch Mixtapes gemacht, Ja. die. Die halt auch nur auf CD sind und nicht mehr auf dem Rechner einfach, weil ich dann irgendwann, ich habe angefangen für einen Kollegen Mixtapes halt zu machen damals. Für seinen Arbeitsweg. Der ist halt Auto gefahren und dann habe ich immer dem eine neue CD gegeben. Und dann hat er irgendwann auch nachgefragt, sei so, hast du mal eine neue CD? Und dann habe ich die halt irgendwann aufgenommen, gebrannt und ihm gegeben und dann, ja.
Und die hast du damals, also du, jetzt noch mal müssen wir ein bisschen die, mal das Rad zurückdrehen. Ja. Also deine Eltern, ne, ja, haben dich ja musikalisch großgezogen, ja, du viel mit MTV und so am Start, dann hast du dir NWA und irgendwie andere Sachen gekauft. Wann kam denn für dich dann dieser Schritt, wo du gesagt hast, so auflegen ist ja total geil? Also ich fand das schon immer richtig cool, dadurch, dass ich halt so aufgewachsen bin dann, ja, mit 1Live-Clubbing. Also ich fand das schon immer cool, wenn die Musik nicht aufgehört hat, sondern das einfach nahtlos ineinander überging und irgendwie sich Leute dann Gedanken gemacht haben. So. Ja. Damals, ich wusste ja nicht, was es ist, im Club zu gehen. So. Ja. Und hab dann halt auch immer ganz gerne selber halt Mixer auch gehört. Ja. Und ja, irgendwann hat man dann halt durch einen Beruf einfach die Möglichkeiten, sich was zuzulegen und dann kann man auch mal auf Rec drücken, ne? Ja. Und das dann halt. Aber du hast dann dir erstmal Plattenspieler und einen normalen Mixer gekauft? Oder nee, also was? Ich habe mir damals schon, also das erste, was ich mir zugelegt habe, war der Traktor S4 damals. Ah ja. Und an den konntest du halt noch einen Plattenspieler anschließen. Ja. Und da ich eh schon einen vernünftigen zu dem Zeitpunkt, also den hatte ich vorher, aber auch gar nicht so weit auseinander, Plattenspieler hatte, konnte ich halt den auch daran anschließen und mit dem auch direkt auflegen. Technics oder was? Nee, ich hatte einen Stanton ST150, also von Stanton und ja, den konnte ich dann halt auch daran anschließen. Mhm. Und dann konnte man sich halt auch Musik halt auf Vinyl zulegen, ne? Ja, ja, auch Vinyl so. Darüber dann abspielen. Und mit wie vielen Jahren fing das so an? Also wann hattest du das? Also war das dann auch? Das war dann, als ich meine Ausbildung halt damals hatte und dann so ein bisschen Geld nebenbei auch im SAFO dann halt verdient hatte, dann hatte ich relativ schnell irgendwann mal ein bisschen Geld an der Seite und dann habe ich einfach gesagt, okay, dann kaufe ich das jetzt. So. Dann war dein erster Auftritt, den du wirklich so öffentlich hattest, war das dann? Boah, das war SAFO, nee, das war lange, lange später. Ich habe 2011 ungefähr rum, habe ich mir damals den S4 dann gekauft. Ach so. Und dann habe ich erstmal eine Zeit lang nur so für mich einfach im Keller gesessen, immer ein bisschen Musik gehört. Also ich habe so dann Musik gehört. Das war nicht mal so, dass ich dann aufgelegt habe, sondern so für mich Musik gehört. Ja. Und ja, dann fing das halt irgendwie an, dass man mal geguckt hat, so wie, ne? Weil ein Kollege meinte so, hey, du legst auf, so zeig doch mal. Wie mache ich das jetzt, ne? Und dann habe ich geguckt, gab es so super legale Wege, dann halt einen Stream zu machen. Habe ich das dann, also so einen Radiostream halt erstmal gemacht, ne? Hab den Link meinen Kollegen geschickt, die das hören wollten und dann, ja, so kam dann immer eins zum anderen weiter, ne? Also mit hier und jetzt kommen wir. Nö, gar nicht. Ich weiß nicht, drüber gequatscht habe ich noch nie gerne, weil ich weiß nicht, also nicht, dass ich es nervig finde, aber ich wüsste nicht, was ich da jetzt zu erzählen habe. So, ich finde das auch immer ein bisschen peinlich, wenn dann so, ne? Wenn du nicht das sagen kannst, was gerade angebracht ist, dann sollte man lieber. Es gibt ein paar Leute, die das echt gut machen, aber ja. Also ich habe ja jetzt seit einem Jahr, mache ich ja diese Radiosendung, Jokers Funkzentrale. Mhm. Und da ist mir auch aufgefallen, also wenn ich wirklich Radio höre, dann da ist das was anderes. Genau. Ja. Ne? Also bei ihm, klar, DJ-Mix, irgendwie auch, die machen ja auch die 1Live-Moving und so. Ja. Wenn da dann der DJ mal sagt, oh, ja, so haben wir hier den neuen Track von so und so, ist irgendwie auch total bescheuert. Deswegen. Aber ansonsten ist Radio ja schon irgendwie so, dass man eben die Leute auch mit einbindet und dann. Eben, da hat man eine ganz andere Interaktion, ne? Ja. Und da ist dann auch irgendwann mein Instagram-Name halt durchgekommen, dieses Dommer on Air. Das war halt, weil ich halt meine Radiosendung hatte. Genau. Ich habe immer an Sprühdose eher gedacht. Das verbindet sich auch ganz gut so, deswegen fand ich das immer. Krass! Ja. Und Domme hast du dir selber gegeben, den Namen? Ja, Domme war halt schon. Oder war das immer schon immer, ey, Domme? Ja, ja, genau. Die Leute halt immer, ey, Domme. Domme. Hast du, jetzt, wo du ja Grafik machst und so, ne? Hast du ein eigenes Logo für dich als DJ? Ich bin im Moment so ein bisschen immer dabei, das zu machen, aber irgendwie bin ich selbst damit nicht so richtig zufrieden. Aber ja, ich habe eine Sache im Kopf, dass ich gerne mal was anfragen würde, so, aber ja. Braucht man vielleicht auch nicht so oft so, ne? Kommt immer drauf an, irgendwie, was man da so. Das ist das Ding immer. Genau. Ja, okay, also dann der erste wirkliche gebuchte. Ja, der war bei Lucky. Direkt, ich bin von meinem Keller ins volle SAFO rein. So, das war halt, das muss man sich mal überlegen, wie viele, also das ist halt ein Traum für manch anderen Menschen, der sich da hinsetzt und denkt so, ey, ich würde gerne mal irgendwo anfangen. Die komm, müssen alle diesen Weg ein gehen. Ein Hoch auf SAFO, ein Hoch wirklich, auf ein, danke nochmal dafür auch. Echt.
Ich weiß nicht, der wusste ja auch, dass ich auflege. Gero hatte das ja auch irgendwann auf der Weihnachtsfeier mal gesagt, ey, Dommer, leg doch mal auf der Weihnachtsfeier dann wenigstens auf, weil der das auch früh mitgekriegt hat. Ja. Und halt dadurch, dass er auch mein altes Mixtape halt kannte, was ich mal auf Soundcloud noch hochgeladen hatte. Und dann meinte er immer, mach doch mal was, mach doch mal was. Ja. Nee, und Lucky kam dann irgendwann einfach auf mich zu und meinte, ey, Domme, entweder jetzt oder nie. Und dann habe ich einen Termin an Libori geil, bekommen, ne? Aber an Libori ging halt nicht, weil ich, da war irgendwas war da. Und hatte ich einen Folgetermin, aber relativ nah dran. Und ich bin ohne irgendwie mich durch Kneipen durchzukloppen und auch nicht in einer Bowlingbahn auflegen. So, weißt du, was halt normal eigentlich ist, ja, was ja, jeder andere macht. Der spielt ja, ja. Dann erstmal so vor 20 Leuten. Nee, ich stand halt an einem Samstag im Safo so und hab auf Play gedrückt und dann ging's los. Und dann stand ich da mit und dem Traktor S4. Was ja, genau, genau. Ja, okay. Und dann noch meinem alten Laptop, der alle Viertelstunde geknackt hat. So. Also das, wo ich auch dachte, hält er das durch? So, also das war ein Abend. War das unter einem bestimmten Thema oder war das einfach irgendwie so? Das war querbeet dann halt. Ah, ja, damals immer querbeet und ja. Und dann stand ich da. Und ich habe nie einen ganzen Abend gemacht. Ja, ich wollte erst war das so, dass das angesehen war, mit Dexter halt einzumachen. Ja. Ja, wurde dann aber alleine dahingestellt. Und dann stehst du da und du weißt gar nicht. Du hast den ersten Abend direkt alleine gemacht? Ja, ich stand komplett alleine, ohne Erfahrung mal irgendwie von 11 bis 5 überhaupt mal Musik gespielt zu haben. In so einem langen Zeitraum stand ich da und dann, ich war danach auch richtig fertig. Das war, danke. Glückwunsch. Das war heftig. Wirklich. Erstmal war ich so nervös wie sonst was. Das ging auch nicht weg. So, du wirst nicht ruhiger, je länger du aufspielst, weil du einfach merkst, ey, reicht die Musik überhaupt? Ich meine, ich hatte einen Pool da. Stimmt, ich kann mich daran erinnern, dass wir da sogar noch drüber gesprochen hatten, dass du nachher gesagt hattest, ob du überhaupt dann mit auskommst mit den Sachen. Da hast du aber einen schönen Satz gesagt auch. So. Der ist mir lange in Erinnerung geblieben. Du hast nämlich gesagt, so, du machst dir da gar keine Sorgen drauf, weil es gibt so viel Musik, die kann man gar nicht an einem Abend spielen. Ja, stimmt. Ne, und dann, nee, es hat ja auch gereicht. Also es war jetzt nicht so, aber es war schon, dass ich teilweise Sachen spielen musste, wo ich dachte, ja, okay, die kann ich jetzt nicht eigentlich, also die hätte ich ungern gespielt. Aber ja, nee, hat aber Bock gemacht. Und kam auch scheinbar gut an, weil es war voll, es war auch durchgängig voll und... Ja. Ach, geil. Dann hast du ja wahrscheinlich auch mit Leuten zu tun gehabt, die sich dann was gewünscht haben. Ja, aber da muss ich sagen, die hatten nie wirklich Kontakt zu mir, weil immer Freunde von mir oben waren. Also es war immer so, dass sämtliche Freunde von mir da waren. Okay. Und das hat Lucky auch immer sehr gestresst. So, der fand das immer so, deine Kollegen da oben, aber es war ja nichts. Aber die waren halt immer da und die waren so, ja, du hast Musikwünsche, wir sagen es weiter, haben es aber nie weiter gesagt. So. Also, auch Elias hat dann einen sehr guten Job gemacht. So. Der hat auch immer gesagt, so, ja, Domme, da waren, ja, genau, Elias hat mir auch, einen Abend mit Elias war auch mega gut. Auf jeden Fall hat der auch dann immer mit den Leuten gesprochen, hat gesagt, ja, machen wir. Und dann, nein. Ja. Weil ich finde, also ich kann mich noch daran erinnern, das erste Mal auflegen, wirklich so öffentlich und so vor Leuten, da hatte ich immer einen Slot, eine Stunde, dann eine Stunde Pause und eine Stunde Pause für eine Stunde. Also dreimal eine Stunde. Hätte ich mir gewünscht. Im Blick zu haben, ey, jetzt in 2 Minuten brauche ich ein neues Lied. Und damals mit CDs aufgelegt, die Schublade fuhr ungefähr so langsam raus. So, wo ich gedacht habe, Alter. Es ist nur Stress. Und der hört ja auch nicht auf. Nee. So, das hört, bis du den letzten Track spielst, nicht auf. Vor allem, wenn du nicht irgendwie mal eine Routine oder so drin hast. Ja, genau. Ich meine, wenn du irgendwann Lieder hast, die du spielst oder allgemein weißt, was auf dich zukommt, kannst du damit umgehen. Ja. Aber nein, du stehst da. Das war, es war wirklich schön, aber das war auch, ich war danach wirklich fertig. Also ja, das war ich, so das glaube ich dir. Komplett fertig. Das glaube ich dir. Aber also, trotzdem schön. Echt Hut ab. Das ist wirklich dann, bist du wirklich ins richtig kalte Wasser geworfen worden. Ne? Aber hast du dann auch Blut gelegt und hast gedacht so, boah. Voll, das hat halt Bock gemacht. Ne? Ja, also das war halt auch so ein Ding, was ich halt, ich meine, ich habe mich selber da nicht so gesehen, aber das wäre ja was gewesen, was ich halt gerne schon immer mal gemacht hätte, weil klar, man legt halt gerne so auf und ich habe immer auch gerne für mich aufgelegt, mir auch meine eigenen Mixer angehört und alles, aber nie irgendwie so vor Publikum. Aber wenn man dann merkt, das Publikum feiert das auch noch, was man macht, so, dann klar leckt man da Blut. Ne? Also dann wäre es komisch, wenn man es nicht... Dann wäre die Musikliebe nicht so stark. Das ist schon ein pervers geiler Job. Ne? Ja,
Also es ist wirklich, also wenn man das Glück hat, Musik zu spielen, die man mag, und dann sind Leute da, die das auch noch fühlen und feiern und so, und dann man bekommt so viel positives Feedback, und wenn du dann auch noch das Glück hast, irgendwie dafür bezahlt zu werden, also irgendwie so, pff, was? Ja. So, vor allem ist es bleibt auch immer ein schönes Erlebnis, wenn du dann einfach mal den Fader runterziehst und die Leute singen gerade das, was du spielst. Genau. So, das ist schon... Ja. Ach, krass, ey. Ja, da bist du ja wirklich, ey. Hammer. Spielst du eigentlich auch ein Instrument? Nee, leider nicht. Ich hätte gerne immer mal ein Instrument gespielt, ist aber irgendwie nie dazu gekommen. Blockflöte damals? Nee, gar nichts. Also so, was das musikalisch angeht, wirklich nichts. Aber ich hätte echt gerne mal Schlagzeug gespielt. So. Ah, okay. Das wäre auch noch was, was ich mir, glaube ich, irgendwann mal zulege, wenn ich da Zeit noch zu finde. Ein E-Schlagzeug oder so. Das macht mir jetzt nicht so viel Krach, weil das ist halt auch ein Instrument, das kaufst du dir nicht und gehst dann mit den Nachbarn auf den Sack. Ne? Ja, ja. Ich lese hier gerade im Chat, dass Tanja und auch Schola erinnern sich wohl sehr gerne an diesen Abend, und Schola hat wohl noch ganz viele Fotos von dem. Die hatten die ein Fotobuch. So. Ja, das war, geil. Die waren auch immer da, die haben das auch so supported. Ey. Das sind auch alle, die da auch gearbeitet haben, es waren so viele Menschen einfach, dieser ganze Laden hat das einfach supportet, dass ich das endlich mal mache. Ne? Geil. Und sich dann dagegen zu wehren, wäre halt dumm gewesen. So, daher, ich bereue es fast schon, das nicht mal früher gemacht zu haben, diesen Schritt. So. Ey, aber immerhin hat man gemacht. Ne? Ja, und du bist auch noch jung. Ja, eben, deswegen. Also, du hast ja noch... Also, wenn du Lust dazu hast, also kannst du ja auf jeden Fall noch lange auflegen. Ne? Also, von daher... Da ist ja irgendwie keine Grenze gesetzt. Die setzt du dir dann irgendwann mal. Ne? Ja, oder das Publikum setzt sie dir irgendwann mal. Ich glaube, Also bei mir würde ich zum Beispiel jetzt auch nicht mehr auf eine Abi-Party auflegen. Also ich glaube, da bin das ich einfach ich sowieso schrecklich. Der falsche Mann. So, ne? Ach, auch so. Ich finde, so auf Privatpartys ist es sowieso immer schwierig. Also wenn viele Musikwünsche kommen, die dann, ich meine jetzt so Geburtstage und so, dann wird es schon. Ja, wird es schwierig, ne? Dann hast du auch mal, also wenn du jetzt Drum Bass und irgendwie solche Sachen, hast du mal selber auch Edits gemacht oder irgendwie mal was rumgebastelt oder irgendwie Beats gebaut in dem Sinne? Ich habe mir mal irgendwann Ableton geholt, weil ich immer mal anfangen wollte, habe mir dann auch einen kleinen... hab ein bisschen was dafür gemacht, so einen kleinen MIDI-Controller noch dazugelegt, aber nie die Zeit wirklich dafür gefunden. Und das ist halt dann auch wieder, wenn du damit noch anfängst, das ist ein, das macht es ja noch teurer, das Hobby, sage ich mal. Ja, okay. Und es ist wieder Zeit, die man reinsteckt, so die habe ich halt, also zu dem Zeitpunkt nicht wirklich gehabt, so. Wer weiß, irgendwann vielleicht mal. Kommt vielleicht nochmal, ne? Mich juckt es total. Ich habe ja früher mal irgendwie in den 90ern auch Beats gebaut und so ein bisschen was gemacht. Ich glaube, wenn das mit dem Auflegen ein bisschen weniger wird, dann ist das auf jeden Fall ein Thema für mich. Also da habe ich echt so, habe ich richtig Bock drauf. Sprudel was in dir. Ja, auf jeden Fall. Ey. Ich habe ein paar kurze Fragen. Ja. Dein letztes Konzert, was du besucht hast? Mein letztes Konzert, was ich besucht habe, war tatsächlich Freunde von mir aus, die jetzt nach Köln gezogen sind, hatten ein Konzert im Wohlsein. Mhm. Und die habe ich mir gedacht, kann ich mal wieder vorbeigehen und die mal besuchen. Mhm. Und das war tatsächlich mein letztes Konzert. So. Das Was war das für eine Musik? Hardcore tatsächlich. Also die machen Hardcore und ich bin halt auch immer so zwischen zwei Welten aufgewachsen. Ne? Also deswegen, das ist... Also deine Eltern, haben die auch so Rock oder Hardcore, irgendwie solche Sachen gehört? Nee, also meine Mama hat halt so ganz normal dieses klassische Rock, alles was so da lief. Ja. Papa ein bisschen mehr, später dann halt auch viel mehr Rock. Mhm. Aber auch immer breit gefächert, ne? Auch klassische Musik hatten, deswegen so, das war auch immer so eine Sache. Wie bist du denn dann zu diesen beiden Richtungen gekommen? Also wie bist du zu Drum and Bass und wie bist du Also erstmal, das war so immer, ich habe wenn ich jetzt mal so meine musikalische Hörlaufbahn ist, war es schon immer mehr Hip-Hop. Ja. Aber ich hatte super viele Freunde, die einfach Rock gemacht haben und auch Rock gehört haben, auf Rockkonzerte gegangen sind. Ja. Geht man natürlich mit. Ja. Ist aber auch nicht schlecht. Also ich finde Rockmusik auch so, Rockkonzerte, jedem ans Herz legen, da mal hinzugehen, auch wenn man es nicht hört. Ja. Und sich auch mal trauen, so in die Moshpits da mal reinzugehen, weil
Das ist was ganz anderes, so als das, was man, ne, so das, diese, dieses Publikum, was auf dem Rockkonzert ist, kannst du mit jedem anderen Konzert gar nicht vergleichen. Also jetzt so, das ist eine eigene Welt, ne? Und ich finde das einfach auch irgendwie, weiß nicht, ich bin Musik auch sehr offen. Und damals, als das dann anfing, dass irgendwie Dubstep so ein Ding wurde, da habe ich auf einmal gemerkt, weil man kommt dann in Berührungspunkte mit diesem ganzen Dubstep-Zeug. Irgendwann landet man dann so bei einer Sache, die schneller ist, so, wo halt irgendwie ein ganz anderer Rhythmus ist. Und dann habe ich halt Zugang zu Drum Bass gefunden, ne? Ich bin sehr gespannt auf dein Set gleich, ey. Ich bin total Gucken wir mal, gespannt. ob wir da noch ein bisschen Drum Bass Erstmal sollten unterbringen. das ja kurze Fragen sein. Ich Ja, hab's jetzt voll wir sind schon wieder ich abgedriftet. hab's voll verkackt. Ich hasse es, wenn Leute. Punkt, Punkt, Punkt. Boah, was ich wirklich, also nicht hasse, aber was ich nicht mag, ist, wenn Leute so Vorurteile, jetzt mal auf Musik bezogen, so vorurteilbehaftet an Musik rangehen und sagen, nee, das höre ich auf gar keinen Fall. So, dass es gibt Musik mal eine Chance und ich glaube, du findest da auch Interesse irgendwo dran. Also jetzt muss ja nicht mit allem sein, Ja, aber ne, aber danke. ich finde das auch immer so, was ich nicht mag, ist so, wenn man Leute fragt, was hörst du für Musik? Und die sagen dann alles. Und dann fängst du an, mal zu fragen und die sagen dann, na, nee, und das ist Ja. Ich, schwierig. das finde ich auch immer skurril. Also es gibt ja ganz viele, die Ja. sagen, ja, ich höre ja alles. Ja. Ja, und da denke ich dann auch Hörst du immer so, nicht? nee. Nee, Und garantiert nicht. gleich, genau. Ne? Ich höre alles außer Schlager. Das ist so das Schlimmste, was man sagen kann, glaube ich. Weil, ja, natürlich hörst du keinen Schlager, so, aber das ist trotzdem keine Antwort. Ja, stimmt. Wenn ich aber meine Musik erkläre und mir jemand sagt so, ey, kannst du da auflegen und so, dann sage ich halt ja mal, ja, kein Schlager und auch kein Ballermann und ich bin auch Ja. kein Rock-DJ. Also ich kann mal ein bisschen Nee. Rocksachen spielen, Aber es. aber einen ganzen Abend schaffe ich nicht. So, ne? Und selbst damit, also dann sage ich ja so, ich spiele das nicht und das und so und, ne? Aber dann kommen die natürlich dann, es gibt ja noch, naja, ist ja egal. Ja. Wenn du die Möglichkeit hättest, einen Künstler live zu sehen, jetzt mal tot oder lebendig, also jetzt auch, du könntest in der Zeit zurückreisen, wen würdest du dir angucken? Tatsächlich Freddie Mercury. Weil ich finde es echt krass so und ich mag Queen auch sehr gerne, aber ich glaube, dass der live heftig ist. Also und auch heftig war, so meine ich Das glaube ich auch. eher. Ja, Nicht mehr genau. ist. Was war bisher dein schlimmster Job, den du hattest? Oh, mein schlimmster Job war tatsächlich Zeitung austragen. Es ist viel zu viel Zeit für viel zu wenig Geld und oh, und man muss es immer mal im Regen und dann gibt es da irgendeine, ich nenne es jetzt, also irgendeinen Waren das so Menschen, Tageszeiten, Tageszeitung? nee, Also diese. Prospekte, und dann muss man die noch zusammenlegen, man darf es aber nicht irgendwie ineinander legen und so und das war wirklich, also Okay. das war ein Job, den habe ich nicht gerne gemacht. So, Was deswegen. macht für dich denn einen guten DJ aus? Ein guter DJ macht auf jeden Fall die Wahl seiner Musik aus und dass er jetzt nicht nur das spielt, was das Publikum erwartet, sondern sich auch mal was traut. So. Also das ist halt echt, was ich gerne gesehen habe auch und auch immer feier, so, weil klar kann man den Leuten genau das geben, was sie möchten, aber damit nimmt man denen auch so ein bisschen Zugang zu was Neuem vielleicht. So. Und das sehe ich halt wirklich gerne, wenn dann auch mal was probiert wird, weißt du? Man kann ja so viel ausprobieren und doch, das ist schon schön dann. Ja, ich finde auch, dass die musikalische Überraschung ist auf jeden Fall Ja. immer ein wichtiger Punkt, ne? Ja, voll. Das kann man manchmal echt auch gut nutzen, um die Leute wieder. Also, wenn du dann irgendeinen Track spielst, der da irgendwie so gar nicht reinpasst, und dann auf einmal die Leute so, Ja. hä? Und dann sind die auf einmal da, ne? Also, dann sind die halt auch. Dann hast du denen jetzt quasi jetzt mal gesagt, hey, ne? Ne, jetzt Schaut mal über den pass mal. Tellerrand hinaus, ne? Genau, So, das ja, ist halt vor allen pass mal Dingen, auf. Ja. das ist halt auch was Schönes, was man, glaube ich, als DJ selber beeinflusst, dass man den Leuten halt Musik nahe bringt, ne? Und dann sollte man die Chance auch nutzen, so. Ja, krass, ja. Wo hast du bisher aufgelegt? Also welche, was für, Locations wo, waren ja, oder tatsächlich. wo hat man dich mal gesehen? Was waren so Partys? Also so, es gibt also einen Kollegen von mir, der damals immer Pre-Sappho-Partys gemacht hat bei sich zu Hause. Da war ich sehr oft und da war auch immer gut und das war auch immer, hat richtig Spaß gemacht und dann hatten wir halt auch alle Bock loszugehen. Ne? Ich meine, wenn du vorher schon
Musik gespielt hast, sondern hast halt auch Bock weiterzugehen. Tatsächlich für eine alte Arbeitskollegin von mir, die Vernissage, die sie hatte in einer, genau, im Raum für Kunst. Ja. Ansonsten bin ich, nimmt Dan mich immer sehr gerne mit zum Moin, den Kleinen halt, wenn der Sketch Corner ist im Slider. Ja, das Sappho halt. Wo haben wir mich Ja. noch gesehen? Ich war mit Pock im Slider auf der Aftershow-Party, das war auch Ah, noch witzig. geil. Ansonsten, wie gesagt, öfters mal im Slider ganz gerne. Bist du denn selber jetzt aktiv zu sagen, ey, hallo, buch mich mal? Nee, leider, ich weiß nicht, ärgere ich mich ein bisschen drüber, dass ich das nicht gemacht habe. Würde ich aber echt versuchen jetzt so. Also, das ist, ich habe mir überlegt, das mal ein bisschen mehr in Angriff zu nehmen, weil es mir so sehr, sehr Spaß gemacht hat. Und ich glaube, dass es nicht mal, gerade durch meine Connections, die ich halt habe, nicht mal schwer ist, irgendwie auch an Leute ranzukommen, die sagen, ey, okay, der macht echt was, was halt vielleicht funktionieren könnte. Und wir geben ihm mal eine Chance. So. Deswegen, ich glaube, man sollte mal durch so eine Tür durchgehen. Ja, ey, was kann auch passieren, ne? Eben. Also ich meine, mehr als zwei, dreimal machen und wo man dann merkt, so, naja, okay, ihr scheint jetzt vielleicht doch Aber nicht ich so der glaube, Markt ich. dafür da zu sein. Du hast eben im Vorgespräch auch erzählt, das fand ich ganz interessant. Also kurz vor Corona-Lockdown Ja. wäre deine Ja, erste ich habe, Party. genau, ich habe mich damals, als ich Fachabitur gemacht habe, gab es jemanden, der auch Drum Bass gehört hat. Ja. Und ich bin damals bei denen ins Zimmer reingegangen und dachte mir so, hä, wer hört hier Drum Bass? Und ich habe das, nee, ja, ehrlich, ich bin rein, ich so, hä, wer hört hier Drum Bass? Weil das war so unerwartet für mich, weißt du, weil Ja, das ist, ich hätte da jetzt nicht mit gerechnet, ja. irgendwo in ein Hotelzimmer reinzukommen zu einem, ne, zu den Leuten. Und meinte so, ja, ich mache auch Drum Bass, also der produziert halt auch, ne? Ach, Ja, und krass. dann haben wir ein bisschen überlegt gehabt, der gute Roman. Was wir machen so? Wir wollten beide das mal machen und ausprobieren halt einfach. Ja, und Geil. dann hatte der sich darum aber schon viel früher gekümmert. Der brauchte halt nur noch jemanden, der auch noch spielt. Ja, und dann wäre das halt genau nach dem Moiner Room gewesen. Und auf dem Moiner Room hat Dan halt damals auch schon Drum Bass ausprobiert. Lief halt auch, also wurde angenommen so. Und dann hatte ich halt Bock. Ja, genau der Abend war der Abend, der nicht mehr stattfand. Und danach war Lockdown. Scheiße, Deswegen, ey, das ist auch so ein bisschen schade. ey. Ja. Ich muss den guten Ey, Jungen was nochmal sollen da anschreiben. wirklich diese 2 Jahre, die einem da geklaut wurden, ne? Vor allem, die wurden einem allgemein geklaut, so. Wenn man jetzt mal Ja, so zurückguckt. ja, ja. Ja. Und wenn man jetzt, also jetzt mal einfach mal Werbung gemacht oder so, für welchen Sound würde man dich denn buchen? Welchen Sound würde man mich buchen? Oder was wäre dir am liebsten? Ich würde sehr gerne Hip-Hop spielen. Halt auch, also ich tue mich im Moment echt ein bisschen schwer mit dem, was jetzt im Moment, also im Hip-Hop los ist. Ob es auf dem amerikanischen Markt ist oder auf dem deutschen Markt. Schwierig. Aber so, ich sag mal, die gute Zeit davon würde ich nochmal gerne machen wollen, wenn es eine Möglichkeit dazu gäbe. Heißt also so alles, was um 2000er, 2010, auch Ja. gerne davor, aber das ist dann wieder was anderes, Ja. ist. Hip-Hop R&B-Abend wäre nochmal ganz cool. Ich würde auch nochmal gerne einen Querbeet-Abend machen. Das war halt auch cool, weil du Ja, bist dann ja. halt Ja. mit Oldschool angefangen, hast dann normal Hip-Hop gespielt, bist dann irgendwann bei Rock gelandet, hast von Rock dann aber plötzlich warst du Da bei musst du aber mal Disclosure. im Sappho aber aufpassen, ne? Ja, Nee, mit es Rock, ging aber. wenn Ja, Lucky da gut, ist, ja. Da musste wieder die Joel runterkommen, so. Nein, aber haben sowas hat halt auch Spaß gemacht, weil du halt dann einfach so richtig spielen konntest, was du wolltest. Du konntest halt gucken, okay, bleiben die Leute oder nicht, und dann hast du halt einfach gespielt, Das ne? habe ich auch total genossen. Also ich habe ja Voll. in Sappho öfter ja so Funky-Abende gemacht und ich empfinde Funky-Musiker auch als sehr breit. Ja, Also da kannst du ja ja. dann auch irgendwie von wirklich Straight Funk aus den 70ern bis zu, ich nenne es immer so Dance Classics, also à la Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang oder irgendwie so aus den 80ern, 90ern Sachen dann irgendwie spielen. Du kannst aber auch in den Hip-Hop-Bereich gehen, irgendwie so. Voll. Und ich habe dann ja auch teilweise auch so ein bisschen hausige Sachen gespielt und so. Ja, es ist so geil, ey. Und das war im Sappho wirklich eine Besonderheit. Ich finde, die haben auch immer der Musik, die da lief, eine Chance gegeben. Also die Voll, Gäste, ne? Also das ja. war wirklich, das war echt ein ganz besonderer Moment auch für mich, dass ich das Gefühl hatte, die feiern es vielleicht nicht super ab. Also die sind jetzt nicht Nee, aber durchgedreht, aber die sind da geblieben, ne? Und die haben so, und das, das guck war mal, die Menschen wurden total geil. akzeptiert und genauso Ja. wurde halt auch die Musik akzeptiert, ne? Also das war halt immer das Ja, Schöne ja, daran, ja, ja. so. Der Laden fehlt wirklich. Ja, echt wirklich. Jetzt hast du dir
diesen wunderbaren neuen Controller gekauft. Ja. Und bist ja von einem, also wie viele Jahre hast du mit Traktor aufgelegt? Das müssten dann, also 2010 habe ich dann, 2010, 2011 rum, heißt jetzt also zehn Jahre hast Traktor du auf jeden Fall damit gemacht. Und dann endlich zu Serato. Es gab irgendwann die Sache, dass ich mir halt einfach angeguckt habe, womit ihr so auflegt, also ja, womit ja. Ne, jeder andere auflegt. Und mir das auch so einfach mal dahinter gestellt habe und einfach mal die Software auch angeguckt habe. Und ich fand die irgendwie ein bisschen zugänglicher. Ja. Und ich muss sagen, wirklich, jetzt, wo ich den Absprung geschafft habe von Traktor, will ich auch gar nicht mehr zu Traktor zurück. So, jetzt nicht kein Hate gegen Traktor. Ich finde es immer noch ein super Einstieg für jemanden, der das ausprobieren möchte. Es ist super günstig. Ja. Du findest echt einen richtig günstigen Controller, der vernünftig auch ist, der dich auch über dieses Einsteigerlevel hinaus begleitet. Ja. Aber das ist eine ganz andere Welt. So wie schnell man sich da auch zurechtfindet, wie schnell man da auch viel kreativer ist, als Traktor es irgendwie zulässt, finde ich. Also jetzt ist mein Umgang deine damit. Ja, genau. Ja, okay. Und jetzt gibt es ja eigentlich drei große Pakete. Ne? Du kannst ja entweder Recordbox, Serato oder mit Traktor. Ja. Ich glaube, es gibt bestimmt noch andere. Ja, Virtual DJ ist ja auch noch eine Sache. Ja, Virtual DJ, ja genau. Warum nicht Recordbox? Weil ich meine, Recordbox hat ja schon auch den Vorteil, ey, ich kann zum einen mit Vinyl auflegen, also so letztendlich so wie mit Serato und Traktor, aber ich kann mir auch davon Sticks machen. Genau. Die nehme ich die Sticks mit und. Hatte ich nie auf dem Schirm so richtig. Also Recordbox war mir zwar ein Begriff so, aber ich weiß nicht. Also im Endeffekt wollte ich eigentlich nur ein bisschen weg von Traktor. Weil mir, ja, es ist. Also ich möchte das jetzt auch nicht schlecht reden, weil es ist echt eine gute Software und weiß nicht, teilweise auch so ein bisschen belächelt, sage ich mal, glaube ich. Also ich habe eher das Empfinden, dass die Software jetzt nicht mehr groß weiterentwickelt wird. Ja, das ist nämlich genau das Ding. Und als ich dann, als mein S4 dann kaputt gegangen ist und ich mir ein S2 Mark III dann zugelegt habe, war ich so, ja okay, wenn das jetzt das neue Traktor ist, weil da kam ja eine neue Traktor-Version auch raus, fand ich, war jetzt nicht so, die Oberfläche hat sich ein bisschen geändert. Du konntest jetzt die Balken untereinander setzen, also die Track-Vorschau konntest du untereinander setzen. Das war's. Und ja, die stagnieren tatsächlich, was Fortschritt ist, passiert da nicht mehr viel. Ne? Und das hemmt so in der Kreativität leider. Ja. Also ist jetzt nicht so, dass ich mega kreativ bin, aber man merkt schon, dass wenn man mit Serato sich mehr beschäftigt, ich hatte leider jetzt noch nicht so wirklich viel die Chance, da mal richtig in die Tiefe zu gehen. Aber es ist schon ganz anders. Also allein die Zugänglichkeit ist eine ganz andere. Du hast bei Traktor so viele unnötige, sage ich mal, Möglichkeiten, die du eigentlich gar nicht so richtig brauchst. Selten benutzt wahrscheinlich. Ja, vielleicht habe ich es auch nicht, also nicht genutzt, so, aber es ist, Serato ist eine andere Welt. So. Und jetzt hast du den Rain Control One, Rain One geholt, ne? Ist ja mega. Der ist echt mega. Ihr seht es ja gleich. Ein mega Ding. Und wiegt auch gefühlte 20 Tonnen. Das ist eine Katastrophe. Also wirklich, das ist in dem Case ist es in dem Case ist es abartig. Schlimm. Das Ding ist ja dafür da, dass Scratch DJs à la Benny Dance und wie sie nicht alle heißen, Mirko Machine, da dran gehen und oder Pock. Natürlich, nicht zu vergessen, da jetzt ordentlich ein Abledern. Jo. Ist das für dich jetzt dann auch ein Thema? Also willst du dann auch Scratchen üben? Oder? Wollte ich schon immer gerne machen, weil ich es einfach auch cool fand. Und gerade wenn man im Hip-Hop auflegt, ist das halt auch ein Bestandteil davon. Ja, so. Ja, also, ne? Und ich würde gern technischer werden auf jeden Fall auch. Aber das ging halt bei Traktor nicht. Und als dann mein S4 kaputt ging, hatte ich auch kein Vinyl mehr, was ich unter den Fingern hatte. Und ich finde, das ist schon ein Schritt in die Richtung, so wo ich eigentlich hin wollte. Das andere ist einfach nur unbezahlbar teuer. Ne? Also wenn du dir vernünftiges Equipment holst mit dann Vinyl dabei, da bist du ja dann bei 3.000 Euro und die geht mal aus für ein Hobby. Ne? Ja, also genau. Das ist ja, wenn man dann noch kein Geld mit verdient oder so, ist das echt, echt scheiße. Ne? Ach Mann, ey, Domme. ich freue mich schon total. Was hast du denn jetzt heute so für Musik mitgebracht? So. Es ist ein bisschen es ist interessant auf jeden Fall. Es ist ein bisschen. Meine Mama hat immer interessant gesagt, wenn sie es nicht, also wenn sie nicht sagen wollte, dass es doof ist. Nee, so. Also doof. Ach, das ist doof. Ja interessant. Nee, also ich habe leider nicht so viel Gedanken machen, beziehungsweise was heißt nicht Gedanken machen können, sondern nicht die Zeit dafür gefunden, mir richtig, richtig einen Plan zu überlegen. Und dann war es auch irgendwann mir zu viel, weil ich dazu neige, manchmal mir Dinge kaputt zu denken. Und es ist ein bisschen, ich weiß es nicht, also es ist so ein bisschen so ein Cage Ranada-Sound halt einfach so ein bisschen. Also das ist so, also jetzt nicht so, dass es in die Richtung geht, aber es ist so damit, glaube ich, am ehesten vergleichbar, so was am Anfang abgeht. Das ist schon geil.
Ja. Freue mich jetzt schon. Ich guck mal. Geil. Geil, ja. Geil. Dumme, wir sind jetzt eigentlich am Ende angekommen, aber ich frage dich gerne, habe ich noch was vergessen? Gibt es noch irgendwelche pikanten Einzelheiten? Ach so, was ich immer eigentlich frage, ist dir mal irgendwas Lustiges, Kurioses passiert bei einem DJ-Gig oder so? Tatsächlich kurios, aber was mir richtig was gegeben hat. Und zwar war der vorletzte oder der letzte alleine Abend, den ich hatte im Safo dann, kam ein Mädchen mit einem Typen auf mich zu mir und sagte, boah, wir wollten unbedingt noch mal hinkommen, so, weil wir haben gehört, das macht zu hier alles und dann, wir kommen aber nicht von hier aus. Ich habe es leider nicht mehr, woher die herkam. Ja. Und wir sind von ein bisschen weiter weg und wir haben uns auf einer Party von dir kennengelernt. Und ich dachte so, das ist jetzt nicht wahr, ne? Und dann hat sie extra geguckt, die ganze Zeit nochmal, dass sie irgendwann einen Termin findet, wo sie dann mit dem nochmal dahin kann. Und das war wirklich schön, also das ist... Love is in the air. Ja, das war wirklich schön. Geil. Ah, geil. Ja. Geil. Dann haben die auch extra geguckt, dass sie dann nochmal dahin kommen, ne? Ja, genau. Und dann hatte sie halt gesagt, so, wow, das war eigentlich voll stressig und wir haben uns dann nochmal hingesetzt. Aber das war wirklich... Geil. Das war schön einfach. Und das ist so ein kleiner Liebesbote. Beabsichtigt war es nicht, aber es ist schön, wenn sich dann da Leute... Oh. Nee, aber ne, wenn das Leute, dann... Das ist echt schön. Ach krass, ey. Cool. Ja, das freut mich. Und irgendwie auch mal schlimme Sachen schon passiert? Also wo du denkst... Was jetzt nicht hätte sein müssen. Genau. Währenddessen nicht wirklich. Ja, okay. Also das ist war auf einer Privatparty, wo dann einfach ein richtig dummer Kommentar gefallen ist, wo ich dann einfach überhaupt gesagt habe, weißt was, dann habe ich jetzt leider keine Lust mehr. Tut mir leid. Aber ist halt dann so, ne? Also das ist jetzt aber nichts irgendwie richtig gravierend Schlimmes, was mich irgendwie negativ. Bis jetzt nur positive Erfahrung. Ja, geil, echt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal einen Kommentar hatte, das war auch echt geil. Da kam irgendwie so eine Frau und so, ey, jetzt nicht persönlich meinen, ne? Aber die Musik ist voll scheiße. Ich so, gucke. Motiviert, ne? Ja, genau. Mädel, ich bin der DJ hier gerade. Ja. Ich mache die Musik. Ja, ja das so, ist... Wie soll ich das nicht persönlich nehmen? So, eben, hab ich dann auch so gesagt, so, ne? Und das ist echt manchmal schwierig zu vermitteln. Also das ist ja schon auch, du hast es eben schön auf den Punkt gebracht, was für ein Stress das ist, ne? Wie man da. Und ich glaube, dass das manchmal manche Gäste nicht so wahrnehmen. Ne? Mhm. Die kommen dann in den Laden und wollen ihr Lied hören oder was auch eben. Immer und so. Ne? Ich meine, wie auch, wenn man das nicht, also wenn man sich echt nur als Clubgänger, als normaler Clubgänger, setzt man sich damit auch gar nicht auseinander. Deswegen ist es auch so, dass Leute zu dir ankommen und sich einen Musikwunsch wünschen. So, ich meine, würden die sich den Blickpunkt mal überlegen, was das gerade für eine Arbeit ist. Man sieht diese Arbeit aber nicht. Das ist ja nicht nur, dass du da stehst und auflegst. Ja, ja. Du hast vorher tausende Stunden investiert, überhaupt Musik dir anzuhören, dir zu überlegen und das sehen die halt nicht. Und dann, ich glaube, würde man das aber würde man das irgendwie greifbarer haben, so wäre das auch ein ganz anderer Respekt. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Aber es ist schwierig. Max, jetzt könntest du entweder A, noch jemanden grüßen oder B, wir können uns noch 30 Sekunden peinlich anschweigen. Sollen wir uns peinlich anschweigen? Nein, ich grüße tatsächlich alle, die mir auf diesem Weg den Weg auch echt leicht gemacht haben und mich motiviert haben, mir in den Arsch getreten haben, weil leider bin ich ein Mensch, der mir in den, also mir muss in den Arsch getreten werden. Und wie gesagt, wirklich an alle, die im Safo gearbeitet haben, an Laki, an Schola, an Tanja, ganz besondere Grüße. Die hat mich auch, also die beiden haben mich immer richtig gut verpflegt. Mich auch. Das war immer perfekt. An meine Spitze Kollegen, an Elias, ganz besonderen Gruß. Der hat einen richtig, der hat für immer einen Stein in meinem Herz für diesen einen Abend. So. Ja, geil. So, meine Lieben, jetzt geht's los. Der gute Domme wird jetzt sein Set spielen. Ich bin total aufgespannt. Also ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch seid gespannt. Auch so gespannt. Und wir schalten jetzt um. Und genau, meine Fernbedienung funktioniert wieder nicht. Also, ne, bis gleich. Jochen läuft ein bisschen. Ja, genau.